What a mess! One track, like the floor! It's gonna be my piece of trash! Rocket bottom shall be left! Love it, cheesy, kind of shit! Self-pump in this happen! Drink up! Nasty, falling, heading! Leave us a child alone! Light my bed! Golden head! Good night, too! Let the morning after! Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, es ist ja früh am Tag. Ne? Willkommen auf dem Beastival Festival in Geiselwind. Und zuallererst mal meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich zu 30 Jahren Tankard. Wir sind 31 dieses Jahr. Ja, inzwischen, ja. Aber witzigerweise, vorgestern hattet ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Genau vor 30 Jahren habt ihr das erste Mal. 28. Mai 1983 ja, in, genau. Im Goethe-Gymnasium in irgendeiner Schulklasse. Ich weiß es noch ganz genau wie heute. Alkohol war damals verboten. Wir haben, damals gab es noch diese Milchtüten. Weiß nicht, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist ja alles. Wo Vanillemilch auch, da gab es immer so ganz so wenige nur Vanillemilchtüten. Ja. Und da haben wir dann, die haben wir dann ausgewaschen schön und Bier reingefüllt, sodass die Lehrer nicht meckern. Mhm. Ja, ja, lang ist her, aber ich kann mich noch wie heute, wie gestern dran erinnern. Sehr gut, okay. Haben euch eure Mütter zu der Zeit eigentlich jemals geglaubt, dass ihr wirklich Musik macht? Oder wussten die, was ihr treibt? Also ich weiß bis heute nicht, was meine Mutter von mir glaubt oder nicht, keine Ahnung. Nein, ich glaube, die fanden das alle, die fanden natürlich die Musik sehr derb irgendwie, also das ist schon wahrscheinlich eher ein bisschen Krach für die Eltern, aber ich glaube, sie fanden es gut, dass wir eher im Proberaum rumgelungert haben, als auf der Straße und Scheiße gebaut haben. Ja, das kenne ich gut. Oder zum Fußball gehen oder so.
Ihr habt es ja wirklich geschafft, 30 Jahre ohne einen Tag, ne, not 31, Entschuldigung, not ja, one day mal, dead. Hör mal auf, ja, dieses miese eine Jahr unter den Teppich zu kehren. Ich will euch nicht kleiner reden, als ihr seid. Genau. Habt ihr es geschafft, ununterbrochen als Band zu existieren? Und habt ja auch in den glorreichen Thrash-Jahren der 80er schon gespielt, dann den Tiefpunkt so in den 90ern ja auch überstanden. Und ab 2000 ungefähr kam ja dann wieder so der Aufwind, der zweite Frühling für den Thrash. 2002 wieder so los, ja. mit B-Day, neues Label, waren Produzenten gewechselt und die B-Day ist ein frisches Tankard-Album der 2000er Jahre, wie sagt man das, 2010 Jahre? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. Ich hab's auch nicht verstanden. Man 80er, 90er rafft man reicht, in ja, meinem Alter. Reicht. Naja, aber das sind jetzt ja eigentlich die 10er, die wir jetzt ja, haben. Ja, aber ich meine, das ist halt schon, da muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich auch kein Understatement, da bin ich schon ziemlich stolz drauf, dass wir nie aufgehört haben, haben uns nicht unterkriegen lassen. Ja, ich sag mal 31 Jahre jetzt und zum 50. Ja. kriegst du nochmal ein Interview mit mir. Ja, wundervoll. Da bin ich ja noch endlich volljährig. Ein Song von der neuen Scheibe, ein Song über uns. Wir waren nicht einen Tag tot. Not one day dead! Take a down, we find a way. We find our way. And soon we play. From the first day, we're on our way. Even the times, with breath exhausted, when fate was gone, we hold the flag up high. We burn for the fire. Rushing higher until we go mad. We burn, burn like fire. We drop, rushing higher. No one in here. Auf geht's, Geiselwind. The 90s great depression. We've been to live that crush and pain. In a world of big revival, we have not lost the way. We found our way, and still we play. From the first day, we're on our way. Now that broke up, when we face trouble, second with fear, deep old text loves it good. We burn, burn like fire. We breath, rushing higher. Until we go mad. We burn, burn like fire. We breath, rushing higher. Now I need. Thank you.
Wir wollen eure Hände sehen. Auch ihr da hinten. Wir wollen alle Hände sehen. Ihr seid so geil. We burn, burn a fire. Hast du das jemals bereut, das nicht hauptberuflich zu machen? Oder kommt gerade da auch die Energie her, das so lange machen zu können, dass das eigentlich eher noch ein... Naja, ich will es jetzt gar nicht Hobby nennen, das hört sich ja so ein banaler an. Also manchmal so, wenn man dann im Alltagsstress ist, wünscht man sich das dann so herbei. Ausschlafen? Nee, halt irgendwie nur das zu machen irgendwie, weil es ist ja auch schon viel zu tun. Ah, das ist so ein sehr zweischneidiges Schwert irgendwie. Aber es war bei uns eigentlich nie so. Immer hatte irgendjemand irgendwas in der Band mit Ausbildung und so. Es gab eigentlich nie eine große Diskussion darüber, ob wir das jetzt 100% professionell machen oder nicht. Und naja, jetzt sind wir ja auch schon in einem etwas gesetzterem Alter, sage ich mal. Und ja. Naja, 36 bin ich immerhin. Ne? Ja, eben. Ich hatte ja, schon mit 5 angefangen zu singen. Ja. Ne? Mhm. Und also das ist jetzt keine Diskussion mehr, ich traue da auch nichts hinterher. Ich will so viel machen, wie geht und will so viel sehen auf der Welt. Gibt es noch ein Land, wo ihr unbedingt hin wollt? Es gibt einiges, wo wir noch gerne hinwollen. Also in Europa fehlt uns noch ein bisschen was. Jetzt habe ich aber gehört, wir spielen zum ersten Mal in Rumänien. Island würde ich gerne mal spielen. Okay. Weiter in den Osten noch alles abgrasen. Ich würde gerne mal in Australien spielen und Neuseeland. Ich würde gerne mal nächstes Jahr ist Asien so ein bisschen im Angriff. Also wir haben bis jetzt ja nur in Japan und Thailand gespielt, aber... Eine 2-Gig-Tour damals, ne? Nee, also Thailand war nur ein Gig und dann haben wir ein bisschen Urlaub gemacht. China auf jeden Fall und Afrika muss irgendwann mal... Afrika ist der kommende Heavy-Metal-Markt. Ja, okay. Denk mal drüber nach in 20, 30 Jahren. Wenn wir uns dann zum 50-Jährigen treffen, dann machen wir das. Ja, okay. Aber es wird so kommen auf jeden Fall. Jetzt ist ja heute ein besonderer Moment. Ne? Die sogenannten Teutonic Four, die Big Teutonic Four, die vier deutschen großen Thrash-Metal-Bands, Tankard, Sodom, Destruction und Creator, spielen das erste Mal auf einer Bühne. Ist das so ein bisschen wie Klassentreffen für euch? Oder, oder ist das so ein Gig wie jeder andere auch? Nein, ist natürlich schon was Besonderes und erstmal sind wir da schon so ein bisschen, hören das so ein bisschen mit Genugtuung, sage ich mal, dass wir jetzt auch auf einmal dazugehören zu den großen. War das nicht immer so? Nein, das waren ja immer die großen Dreien irgendwie. Und das ist so ein historisches Event, sage ich mal. Und ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen stabil bleibt und dass die Leute viermal die Vollladung abkriegen. Also es wird schon sehr geil und natürlich freut man sich immer wieder, alte Weggefährten zu treffen und den einen oder anderen trifft man ja mal öfters und den einen oder anderen eher weniger und eine schöne Sache. Ihr habt ja jetzt nach 31 Jahren Bandgeschichte, jetzt habe ich es gerafft, das dauert immer ein bisschen bei mir. Habt ihr wahrscheinlich so, ich sag mal, 2, 3 lustige Geschichten, so Anekdoten zu erzählen, ne? Angefangen vom ersten. Nein, wir haben nur so ein Image. Ach so, ich dachte jetzt so angefangen vom. Wir sind ja eine vollkommen seriöse Band eigentlich. Vom ersten selbstbemalten T-Shirt in der Matthäuskirche, im Heizungskeller. Wir gehen auf die Bühne und propagieren irgendeinen Blödsinn. Du siehst ja hier, ich sitze hier, trinke mit dir Kaffee, ich bin vollkommen seriös. Da ist kein Kaffee drin, oder? Ist alles nur Image-Schwachsinn und von daher gibt es auch keinerlei Anekdoten von uns. Gut, sonst wäre meine Frage gewesen, Pass auf, es kommt, das würde jetzt die Sendezeit sprengen. Ja, ich will sie auch gar nicht alle hören. Lass mich erstmal meine Frage stellen. Es kommt im Oktober ein Buch. Das war meine Frage. Ja, ich weiß, was deine Fragen sind. Ich muss dich ja vorautorisieren. Genau, Prost. Nein, im Oktober kommt ein Buch. Angeblich von so einem wahnsinnigen Fan, das heißt, Arbeitstitel ist Live in Bermuda, die etwas andere Biografie und der hat uns ziemlich ausgequetscht wie so eine Zitrone und da wird, glaube ich, einiges Witziges drinstehen. Okay, das wollte ich. Kommt auch der Sturm der Liebe Auftritt rein? Wahrscheinlich. Ne? Er hat mich irgendwas dazu gefragt und ich stehe nach wie vor dazu. Den habe ich nämlich live gesehen im Fernsehen. Also das darf ich jetzt eigentlich gar nicht raussagen. Ich habe extra nicht geguckt, weil ich habe gedacht, es ist Feiertag und es kommt heute trotzdem. Ja, aber nicht in allen Bundesländern, ne? Ja, das ist ja, das ist wie das, jetzt muss ich wieder in der Mediathek 3 wieder streamen. Irgendwie. 3 Stunden Sturm der Liebe am Stück ist schon
hat. Also das, ist schon, das, muss man ist, das ist härter als 45 Minuten Thrash Metal von Tankard, das sag ich dir mal. Ich hab bei der Recherche kam ein YouTube-Video-Vorschlag, der hieß Schock abnehmen vorher-nachher Bilder. Da dachte ich mir, wie wichtig ist ein Fitness bei euch geworden? Was ist das für ein Wort? Fitness? Nein, also ich müsste mehr Sport machen. Unser Gitarrist ist sehr fit. Der fährt jeden Tag 100 Kilometer fahren. Im Auto? Keine Ahnung. Nein, er ist sehr fit. Der ist doch ungefähr das Vierfache von mir, aber man sieht nichts. Und ja, mit der Fitness ist das so eine Sache. Ne? Also auf der Bühne versuche ich immer alles zu geben, aber... Ich werde ab nächste Woche mal ein bisschen schwimmen gehen, ich verspreche dir. Genau, fest vorgenommen. Ich verspreche dir, ja, okay. Und schick euch Fotos. Und eine Postkarte, okay, dann. Eine Postkarte, okay, das ist gut. Wie alt kann denn Tankard werden? Macht, also den Album-Bierkasten macht ihr wahrscheinlich noch voll, oder? 20 müssen es dann sein. Also da würde ich mich jetzt nicht unbedingt festlegen. Ich für mich persönlich, das meine ich jetzt auch, wir haben jetzt ein bisschen hier Smalltalk gemacht, ein bisschen Scherze gemacht. Also jetzt wollen wir mal in die Tiefe jetzt gehen. Jetzt gehen wir mal ganz in die Tiefe meines Herzens. Nein, ich persönlich kann mir ein Leben ohne Tankard nicht vorstellen und ich sage immer, wir machen so lange, wie wir noch Bock drauf haben, aber der Bock wird bei mir nicht aufhören. Von daher schauen wir mal. Also ich natürlich hat mit 65 irgendwie über die Bühne noch zu hüpfen und Empty Tankard zu brüllen, aber why not? Wenn ja, die warum Leute nicht, noch hören wollen und es macht Spaß und so. Ja, wir kommen ja jetzt auch in eine spannende Phase, ne? Weil so die Urväter des Heavy Metal ja jetzt dann irgendwann in ein Alter kommen, wo andere in Rente gehen. Na, dann stellt sich natürlich die Frage, wie lang kann man das denn machen? Aber wenn der Körper es hergibt? Wenn der Körper es hergibt, dann... Es darf halt nur nicht irgendwann peinlich werden. Und nein, aber ich denke einfach mal, wir machen das noch so lange, wie wir Bock haben und im Moment... Habe ich so einen Bock drauf, das weiß nicht. Bleibt ihr denn bei eurem Jam? Also wie gesagt, ein Leben ohne Tankard, weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich in ein großes Loch fallen und ziemlich schnell eingehen, wie eine Primel und dann wäre Schluss. Aber wird immer weitergehen. Musik ist ein sehr, sehr wichtiges Ventil für mich in meinem Leben und das wird auch so bleiben. Bleibt ihr denn bei eurem Zwei-Jahres-Rhythmus? Ihr haut ja in schöner Regelmäßigkeit eure Alben raus. Also das heißt ja dann, 2013 ist jetzt, wir müssen 2014 ein neues Tankard-Album. Also es ist geplant, halten. Dass wir nächstes Jahr, Anfang des Jahres wieder ins Studio gehen. Und wir hätten schon längst mal wieder anfangen sollen, neue Songs zu schreiben, aber es passiert jetzt hoffentlich bald. Also ich habe gehört, es ist schon wieder was fertig, gitarrenmäßig und ich hau dann den Gesang drauf und ja... Wenn wir dann mal dann halt so drin sind in so einer Phase, dann macht es auch pum, pum, pum. Aber wir sind immer zu spät und es ist immer Stress. Aber wir sind so eine Band, wir brauchen, glaube ich, diesen Stress, um richtig gut produktiv zu sein. Von daher... Also morgen gehen wir ins Studio, dann fangen wir jetzt mal an. Nee, Quatsch. Also wir gehen schon vorbereitet ins Studio. Das ist ja auch so ein bisschen der Makel, den Tankard hat. Wir werden immer so ein bisschen als... ja, Southband verschrien. Wir haben selber Schuld mit dem Image, sage ich mal, mit den ersten Platten, die wir gemacht haben. Wenn man Bier-Metal spielt. Aber es ist natürlich schon viel Herzblut drin, super viel Arbeit im Studio, sehr professionell. Und das ist schon gute Mucke, die wir da machen. Absolut, absolut. Muss ich jetzt mal so bescheiden sagen. Ja, das darf man dann ja auch. Zum Abschluss mache ich ein kurzes Blitzlicht mit dir. Kurze Fragen, kurze Antworten. Wenn es Tankard nicht gäbe, würde ich jetzt gerade? Wenn es Tankard nicht gäbe, würde ich jetzt gerade im Publikum stehen, hätte den dritten Schoppen in der Hand und würde mich auf den dicken Gerre freuen. Folgende Nicht-Tankard-Platte hätte ich gerne selber eingesungen. Ach, du stellst mir Fragen, mein Gott. Folgende ja, Tankard-Nicht-Platte hätte ich selber gerne eingesungen. Die erste Omen, was ein geiler Sänger. Der ist leider schon 100 Jahre tot, aber die erste Omen, Battle Cry, wenn ich die gesungen hätte, da würde mir echt einer abgehen. Das wäre sehr geil. Wenn ich einen Rauhaar-Dackel hätte, nannte ich ihn? Dann würde ich ihn Mr. Cerveza nennen. Ah, okay. Nicht A Girl Called Cerveza. Nein, Mr. Cerveza. Ist ja maskulin. Mhm. Der Rauhaar-Dackel, oder? Der Rauhaar-Dackel, ja. Jetzt habe ich dich aus deinem Konzept gebracht. Nö. einem frisch gelandeten Alien würde ich zuerst zeigen, wo der Kühlschrank ist. Hier möchte ich irgendwann meinen letzten Appleboy trinken.
Nee, ich möchte, dass alle, wenn sie zu meiner Beerdigung kommen, eine Flasche Apple Wine schön, auf was dann auch immer da sein wird, schütten und dann. Also ich habe schon genug Geld zurückgelegt mit einer Riesensause. Eine Riesenbeerdigung. Eine Riesenbeerdigung. Da läuft Die with a Beer in Your Hand und so und wird ganz lustig und da gibt es frei Äppler für alle. Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Oder? Denke ich mir auch. Ja. Und sagen wir Metalla noch? See you in hell, my friend. Yeah, man. Genau. Vielen Dank fürs Interview, Gerre. Ja. Einen schönen Auftritt und alles Gute. Ich muss jetzt erstmal warm singen. Ja. Es ist ganz einfach. Wir sind ja bekannt für die klaren Worte. Stay fucking thirsty, Geiselwind! To be satisfied. Stay alone and act when she was singing loud. Silent my lips and following the ground. Deep, ah, show me, I don't feel alright. Confusion, confusion, I could not find the friend. But then my eyes did open. Dissolution, retrogression. You can keep on making stupid dirty ground. Blinded by lipstick following the ground. Quick, quick, creating. But this is my strange object. Stay thirsty, stay thirsty. That's what life's all about. No fighting, no burning. We drink our stay around. Stay thirsty. Stay thirsty. Let the beer flow! Stay thirsty! Liquidation! Stay thirsty! Sitting on my sofa crying about the past. I'm so fat and lazy after it's fast. Wait, back to the 80s! What a section boy! Confusion, confusion, that's what I need today. Through our lifestyle, the solution, retrogression. See me and my body's move from up to bump. Stretching past the sim and stuff. We bled the old days with some reason for our just noises. Stay thirsty, stay thirsty. That's what life's all about. No fighting, no burning. We drink our finger up. Stay thirsty, stay thirsty. Let it be a flow. Stay thirsty, liquidation. Stay thirsty. Stay thirsty. Stay thirsty. Let it.
beer flow. Stay thirsty. Liquidation. Stay thirsty. Hey, you know, man. Ihr seid so geil, Leute. Vielen, vielen Dank.